Stimmt es, dass der Lord dann den Gefangenen exekutieren musste? Ja, das stimmt. Ich hoffe nur, dass Stalin noch ein wenig durchhält. Stellt euch vor, der Russe kapituliert morgen. Dann kommen wir doch nie nach Moskau. Da wären sie nach Hause gekommen in schicken Uniformen mit Orden und Narben. Die Mädels hätten verrückt gespielt. Und ich? Ich wäre nur ein stinknormaler Zivilist. Ist doch so, oder? Mein Alter hat sein Leben lang keine 10 Kilometer von seinem Hof getan. Und ich bin jetzt hier, 1000 entfernt. Und wisst ihr warum? Der Führer hat gesagt, wenn der Krieg gewonnen ist, ist hier im Osten Land für jeden von uns. Und ich bleib hier. Ich such mir eine Frau und bleib hier. Wird gut gedüngt sein. Mit unserem Blut. Nicht mit deinem, Winter. Aber du schlau genug bist, den Kopf einzuziehen, sobald der Ivan einen lässt. Ich will dir doch einfach nur den Vortritt lassen, Schneider. Wo du so scharf aufs EK1 bist, hm? Was? Was hast du gesagt? Achtung! Mach den Schluss für heute. Wir brechen um 6 auf. Es wird ein harter Tag morgen. Gute Nacht. Aber die Falle, Männer. Morgen um 6 geht's los. Scheiße, das mit dem Leutnant. Was Scheiße, Koch, er hat's für uns getan. Nicht für mich. Sonst hättest es einer von uns tun. Nee, das hätten wir nicht. Denkst du, der Russe würde es anders mit uns machen? Vielleicht ist er gerade dabei, von uns zu lernen. September 1941. In Kesselschlachten nehmen wir die Russen zu Hunderttausenden gefangen. Doch sie geben immer noch nicht auf. Kämpfen um jedes Haus. Die letzten Zuckungen eines Kolosses, der kurz davor steht zu fallen. Ich bin immer noch optimistisch, dass wir Weihnachten wieder zu Hause sein werden. Und doch, es ist ein anderer Krieg, als ich dachte. Ich habe Meldung, dass der Sicherheitsdienst hier eine Säuberungsaktion gegen Partisanen durchführt. Der Befehl lautet, keiner kommt rein, keiner kommt raus. Was machen wir, wenn jemand durch will? Was schießen. Schießt ganz gern, oder? Als ich 7 war, ist unser Vater arbeitslos geworden. Da sind wir in die Wälder, jagen. Erst als der Führer kam, hat Vater wieder Arbeit bekommen. Da sind sie endlich. Polizei. Ukraine. Lass sie los! Was heißt sofort? Schuss. Das ist Schuss! Was ist hier los? Loslassen! Отпусти! Отпусти! Herr Stürmannführer,
Leutnant. Das Mädel gehört im Sicherheitsdienst. Das Mädchen untersteht wie alle Zivilisten im Kampfgebiet der Wehrmacht. Das ist keine Zivilistin. Das ist eine Jüdin. Befehle sind Befehle. Und ihre Befehle lauten, ukrainischen Mob anzuführen. Wie ehrenvoll für einen deutschen Offizier. Das Mädchen bleibt in ihrer Verantwortung, bis ich die Sache geregelt habe. Zu Befehl. Wie Sie wünschen, Leutnant. Herr Sturmanführer. Stündlich fallen. Bis Moskau sind es nur noch 500 Kilometer. Das Oberkommando geht davon aus, dass die Russen einen letzten verzweifelten Versuch unternehmen werden, die Heeresgruppe Mitte zu stoppen. Nutzen Sie die Zeit, Material und Waffen auf Vordermann bringen zu lassen. Sie sind entlassen, meine Herren. Leutnant Winter, auf ein Wort. Sind Sie wahnsinnig? Ein Sturmbahnführer des Sicherheitsdienstes. Er hat vor meinen Augen ein Kind exekutiert. Wo der Jude ist, ist der Partisan. Wir führen einen Krieg. Aber das ist doch kein Krieg. Doch, ein neuer. Im Namen des Führers. Wenn wir den verlieren, wird uns nicht mal mehr Gott retten. Und ganz sicher nicht der Führer. Dann dürfen wir ihn unter keinen Umständen verlieren. Sie sind mein bester Mann. Sie können es noch sehr weit bringen. Ruinieren Sie nicht Ihre Karriere. Wilhelm. Wir sollten uns von der Welt verabschieden, wie wir sie kennen. Sie war höchstens 11. Es geht um die Reinheit unserer Rasse. Juden verderben das Blut der Deutschen. Halt die Fresse, Schneider. Steht schon in meinem Kampf. Du kannst lesen. Wir verteidigen unser Vaterland. Was denkst du, machen die da drüben? Genau das Gleiche. Sturmbahnführer? Leutnant? Entschuldigung, wegen der Schweinerei vorhin. War nicht nötig gewesen. Aber das jüdische Blut ist so tückisch, es spritzt überall hin. Unberechenbar. Und deswegen sind die Juden so gefährlich. Achtung! Thank you.
Alles ruhig, dir, ich will noch die Hosen voll. Trotzdem, denk nicht, dass du einpennen kannst, Winter. Genau. Verfluchte russische Nähmaschine. Sie haben die Lichter gelöscht. Winter, mach die Zigarette aus. Winter, nimm die Zigarette runter! Ist eine Schande für die Kompanie, sondern auch für deinen Bruder. Sag mal, Schneider, hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du ziemlich jüdisch aussiehst? Bringen Sie ihn zum Sunny.